den USA wird derzeit ein besonders schwerer Fall von Kindeswohlgefährdung diskutiert. Einer, der leider tödlich endete. Beteiligte Polizeibeamte beschreiben ihn als einen der schrecklichsten Fälle, die sie je bearbeitet haben. Alles nimmt am 6. Juni 2023 in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio seinen Lauf. Crystal Candelario lässt ihre erst ein Jahr alte Tochter Jalen allein zu Hause. Sie setzt das kleine Mädchen in einen Laufstall, mit nichts als ein paar Flaschen Milch. Dann verlässt sie nicht nur das Haus, sondern das Land. Denn sie fliegt gemeinsam mit einem Freund nach Puerto Rico in den Urlaub. Dort verbringt die Mutter einige Tage. Auf dem Rückweg in die USA legt sie sogar noch einen Zwischenstopp in Detroit ein. Als sie am 16. Juni nach etwa 10 Tagen wieder zurück nach Hause kommt, ist Jalen tot. Das 16 Monate alte Mädchen hat in Abwesenheit ihrer Mutter nicht überlebt. 10 Tage lang hat Crystal Candelario ihre eigene Tochter allein zu Hause gelassen, während sie selbst in Puerto Rico Urlaub machte. Wenige Minuten nach ihrer Heimkehr ruft Crystal Candelario den Notruf an. Auf dem Anruf ist zu hören, wie die 32-Jährige bitterlich weint. Immer wieder sagt sie, sie brauche Hilfe. Ihre Tochter würde gerade sterben. Dabei ist Jalen zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr am Leben. Wie die Polizei später feststellen wird, zieht Crystal ihrer toten Tochter saubere Klamotten an, während sie auf das Eintreffen des Notarztes wartet. Wahrscheinlich damit der toten Jalen die Spuren der Verwahrlosung nicht auf den ersten Blick anzusehen sind. Dennoch sehen die Rettungskräfte sofort, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Bei ihrem Eintreffen liegt Jalen auf einer mit Fäkalien beschmierten Matratze. Schnell wird die Polizei hinzugezogen und diese nehmen die Ermittlungen gegen Crystal Candelario auf. Die Überwachungskamera eines Nachbarn hat regelmäßig Schreie von Jalen aufgezeichnet. Einige von ihnen mitten in der Nacht, 2 Tage nach Crystals Abreise. Man mag sich kaum vorstellen, welche Angst, Verwirrung und Schmerzen das Kleinkind in diesen Tagen allein ausgesetzt gewesen sein muss. Im Prozess gegen Crystal Candelario kommt auch eine Gerichtsmedizinerin zu Wort. Sie betont, die Verlustangst von Kindern sei im Alter zwischen 9 und 18 Monaten am größten. Das Kind könnte mehrere Tage, womöglich sogar eine ganze Woche lang überlebt haben. Und das unter unvorstellbaren Schmerzen und Angstzuständen. Und ganz auf sich allein gestellt, im Stich gelassen von der eigenen Mutter. Als sie tot aufgefunden wird, ist Jalen abgemagert, ihr Gesicht ist eingefallen, ihre Lippen spröde und sie ist mit Fäkalien beschmiert, insbesondere im Mundbereich und an den Händen. Die Staatsanwaltschaft vermutet, das Mädchen könnte verzweifelt versucht haben, sich von seinen eigenen Fäkalien zu ernähren, um zu überleben. Natürlich hatte das 16 Monate alte Kind nicht den Hauch einer Chance, 10 Tage lang ohne jedwede Beaufsichtigung und Hilfe zu überleben. Eine Tatsache, die eigentlich für jede Person mit gesundem Menschenverstand klar gewesen sein müsste. Vor Gericht ergreifen auch die Eltern von Crystal Candelario das Wort. Sie versuchen, ihre erwachsene Tochter in Schutz zu nehmen. Sie verweisen darauf, dass Crystal psychische Probleme habe. Vor kurzem habe die 32-Jährige ihre Medikamente abgesetzt. Daraufhin habe sich ihr Zustand weiter verschlechtert. Sie sei von Depressionen und Angstzuständen geplagt gewesen. Doch es dürfte auch klar sein, dass all das nicht entschuldigt, ein Kleinkind allein zu lassen, während man für 10 Tage in den Urlaub fährt. Crystal soll die kleine Jalen auch in der Vergangenheit des Öfteren allein zu Hause gelassen haben. Die 32-Jährige hatte eine zweite ältere Tochter, die zum Zeitpunkt des Todes von Jalen allerdings bei den Großeltern war. Crystal selbst sagt in ihrem Abschlussplädoyer: "Es gibt so viel Schmerz, den ich wegen des Verlustes meines Babys Jalen habe. Ich bin extrem verletzt über alles, was passiert ist. Ich versuche nicht, meine Taten zu rechtfertigen, aber niemand wusste, wie sehr ich litt und was ich durchmachte. Gott und meine Tochter haben mir verziehen." Sie versucht, ihre Taten nicht zu rechtfertigen, lässt sie dann aber von Gott und ihrer eigenen toten Tochter, die sie im Stich gelassen hat, rechtfertigen. Crystal Candelario wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Und zwar ohne die Möglichkeit, irgendwann auf Bewährung wieder freikommen zu können. Sie wird den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen.
Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Es fällt mir wirklich extrem schwierig, hier einen Abschluss zu finden. Deswegen lassen wir das, glaube ich, heute auch einfach sein. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.